Herzlich willkommen bei Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Liebe Mariana, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Dieses Bild bleibt, das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das zeigt deine Seelenreise. Dieses Bild bleibt so stehen. In den Lebensbereichen, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind für dich persönlich die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Deine Persönlichkeit zu leben, dein Selbstwertgefühl, die Finanzen, deine Arbeit, deine Gesundheit, die Liebe, Partnerschaft, deine Hoffnungen, Freundschaften und die tiefen Geheimnisse des Lebens. Das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Dieser Geburtshoroskop bleibt so stehen, aber du bewegst dich. Du bleibst nicht stehen. Dein Leben hat hier begonnen, wo dein Aszendent oder Lagna ist. Das ist Schütze. Und du bewegst dich in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren ändert sich die Lebensumstände. Alle 7 Jahren haben wir anderen wichtigen Themen, was die Fokus ist. Du bewegst dich gerade in Tierkreiszeichen Stier. Du bist in ein Stierperiode. Hier hast du auch karmische Themen, du lernst es. Das ist für dich nicht ganz vertraut. Das Leben genießen, Gemütlichkeit, die Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste, was du gerade erlebst. Ab dein 42. Lebensjahr übergehst dann in Zwillingsperiode und das wird für dich bedeuten viel Bewegung, Veränderungen, Ausbildung, Kontakte, Lernen, Wissen vermitteln, aneignen, einiges kommt in Bewegung. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und so wie sie sich wandeln, lösen etwas aus in ein Geburtshoroskop. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem und zeigt, wovon sollen wir uns verabschieden, loslassen, trennen, damit wir in Kraft bleiben. Und das ist der Prozess, das ist die Transformation. Pluto befindet sich im Schütze nach indischen Berechnung und bleibt ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr auch hier im Schütze. In deiner Persönlichkeit ändert sich vieles. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Neptun bleibt auch hier im Wassermann ganzes Jahr, nächstes Jahr auch noch. Hier kannst du deine Kreativität zeigen und das ist Kommunikation, Medien, Wissen vermitteln, aber bedeutet auch, wie du dich behauptest bei deinen Konkurrenten, damit die dich nie wieder enttäuschen. Das zeigst du gerade. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und befindet sich hier
im Bereich Kinder, das kann natürlich Schwangerschaft auslösen. Uranus bleibt ganzes Jahr hier im Widder. Saturn ist der Planet der Schicksal und Saturn befindet sich auch im Schütze. Dein Schicksal ändert sich gerade und dein eigenen, du meisterst deinen eigenen Schicksalsweg. Saturn bringt das in Form, aber auch deine Persönlichkeit formt sich gerade. Jupiter befindet sich im Skorpion und zeigt die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und Jupiter, natürlich ist auch die Weisheit. Du lernst zurzeit einiges und hier sind die Geheimnisse. Aber zeigt auch karmische Themen, zeigt deine Größe. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Und das ist deine Kraft, wie du dich behaupten kannst. Aber Mars bedeutet auch der Mann und Mars befindet sich im Widder zur Zeit. Das kann natürlich Lebensfreude sein mit einem Mann. Falls es um Schwangerschaft geht, dann würde das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Junge sein. Und das im Widder sowieso. Venus ist der Planet die Liebe, aber zeigt auch Kunst, Kreativität. Venus ist im Steinbock im März 2019. Hier aktiviert bei dir die Bereich Werte, dass du sollst zu deinen Werten stehen, als Frau auch. Kann auch auslösen, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Merkur ist in Fischen und das kann bedeuten, dass du zurückziehst und liest du, lernst du etwas. Kann auch bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst, weil in wohnlichen Situationen, wie zum Beispiel Kaufvertrag oder Mietvertrag. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne befindet sich März in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist die Monatsthema, Kontakte zu Verwandten, dich durchsetzen bei Konkurrenten, aber auch Themen wie Internet, Medien, Schulungen, das aktiviert. Ein rückläufiger Planet bedeutet, dass etwas gebremst ist, aber löst was anderes oft auch aus. Vergangenheit. Zurückblicken in die Vergangenheit, kommen alten Themen wieder im Vorschein oder meldet sich jemand von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. Kontakte von Vergangenheit, alte Themen werden wieder angesprochen. Aber kann auch auslösen, dass die Termine, Verträge laufen gerade nicht. Es wird alles so langsam, alles so zäh, das zögert sich alles. Die Mondbewegung, ich kann nicht jeden Tag das erwähnen, sonst ist diese Aufnahme lang, aber du kannst in meinen Tageshoroskopen immer verfolgen, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Du kannst das auf dein Geburtshoroskop übertragen. Ein Halbmond ist schön, aber löst Spannung aus. Am 14. März ist Halbmond im Stier. Das ist zwar jetzt gerade, bis dieser Video veröffentlicht ist, wahrscheinlich ist es schon vorbei. Und, aber trotzdem erwähne ich, dieser Halbmond ist Spannung im Arbeit, aber kann auch bedeuten, dass in deinem Gesundheitszustand wäre unterstützen, wenn du in Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleibst. 21. März ist Vollmond im Löwe. Das wird beläutet, da kommen Erkenntnisse, da sieht man etwas. Und hier im Löwe, das ist Reisen oder Bildung, aber kann auch die Spiritualität bedeuten. 28. März ist Halbmond
in Skorpion. Das ist wieder Spannung und das ist wichtig, dass du zurückziehst und zum Ruhe kommst. April. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist dein Monatsthema, dein Wohnsituation. Jupiter befindet sich April im Schütze. Das kann auslösen, dass du mehr Glück hast, dass du dieses Glück anziehst und vor allem dein Geburts-Jupiter ist auch hier. Das bedeutet für dich Jupiter-Wiederkehr. Jupiter vergrößert etwas, also das ist auch möglich, dass in die Zeit schwanger wirst, solange bis Jupiter hier wirkt. Jupiter löst sowas auch aus. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das zeigt hier deine Kreativität, aber kann auch bedeuten, dass mit einer weiblichen Person Kontakt hast. Das kann jemand von Nachbarschaft sein oder von Verwandtschaft. Mars ist im Stier. Das kann auslösen, dass du dich behauptest in Arbeit oder in männlichen Person hast du Kontakt im Arbeitsplatz. Oder im Gesundheitsbereich ist auch möglich. Merkur ist rückläufig im Tierkreiszeichen Wassermann. Es sind Gespräche, Kontakte. Es ist auch möglich, dass eine weibliche Person kehrt zurück von Vergangenheit und du bekommst diese Nachricht. 11. April wird Jupiter rückläufig. Dann kehrt wieder zurück zum Skorpion. 25. April wird Pluto rückläufig. Das sind auch Themen von Vergangenheit. Themen von Vergangenheit. Und bei Pluto-Energie ist natürlich auch wichtig, hier ist Pluto, genau, dass du die Vergangenheit spürst oder Erinnerungen kommen. Und diese Rückläufigkeit löst was auch aus karmischen Themen oft. 30. April ist Saturn auch rückläufig, wieder Erinnerungen, karmischen Themen. 5. April ist Neumond in Fischen, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation wäre wichtig. 12. April ist Halbmond in Zwillinge, eine gewisse Spannung in Partnerschaft. 19. April ist, kann aber auch unsicher sein, Unsicherheit sein. 19. April ist Vollmond im Waage, genau anschauen deine Hoffnungen, deine Wünsche, aber auch genau anschauen die Freundschaften. 26. April ist Halbmond im Steinbock, in diesen Tag nicht investieren, nicht und nichts unterschreiben, was mit Finanzen etwas zu tun hat. Mai 2019, was ich vergessen habe, und es ist sehr, sehr wichtig, Rahu und Ketu. Rahu und Ketu bewegt sich ab März 2019, ganzes Jahr und auch nächstes Jahr Ketu im Schütze, und das trifft dich persönlich. Da kommen alten karmischen Erinnerungen. Ketu ist die Drachenkörper und zeigt alten karmischen Themen, wird Schütze aktiviert. Und Rahu, die Drachenkopf, das was man sucht, aktiviert bei dir die Themen
Liebe Partnerschaft. Rahu ist in Zwillingen. Bleibt ganzes Jahr, bleibt auch noch nächstes Jahr. Sonne ist in Tierkreiszeichen Widder. Also wichtiges Thema ist Kinder, wichtiges Thema ist Lebensfreude und deine schöpferische Kraft. Mars ist im Stier. Also bleibt im Stier, das heißt, du setzt deine Kraft ein oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person im Arbeit oder im Gesundheitsbereich. Und Venus, Merkur ist im Tierkreiszeichen Fischen. Das löst aus, dass du verschönerst etwas zu Hause. Dann kommt ein Vertrag auf dich zu oder eine Nachricht. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das ist wichtig, nach innen schauen, meditieren über etwas. Ein Neumond löst das aus. Ein Neumond sollen wir die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Das ist eine Art meditative Haltung und Nachdenklichkeit und hier in diesem Bereich Kinder, schöpferische Kraft, Lebensfreude. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, das ist immer Unsicherheit, Spannung, Nervosität, das erlebst du bei Enten. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das beleuchtet Thema Wünsche und Freundschaften. Und 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder auf die Finanzen achten. Juni ab Mai war Jupiter rückläufig, kehrte zurück zum Skorpion. Das habe ich vergessen, am Monat Mai hier wieder zurückzusetzen. Und Merkur, Venus ändert sich die Position, Sonne ändert sich, Mars auch. Sonne und Merkur ist im Stier und das kann ein Vertrag bedeuten, ist auch ein sehr wichtiges Monatsthema, Arbeit, Gesundheit. Und Mars ist in Zwillingen. Das kann eine männliche Person sein und hier im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und Venus ist im Widder. Und das ist für dich wichtig, die Liebe, die Lebensfreude, aber auch deine Kreativität leben. Juni passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Saturn ist der Planet der Schicksal und Planet der Karma, ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, alten karmischen Themen und Erinnerungen. Pluto hier im Schütze ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit, mit karmischen Themen auch was zu tun und Ketu, die Drachenkörper, ist ein karmischen Knoten und hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Sie treffen sich, sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu bilden sich eine Konjunktion. Das heißt, sie wirken gemeinsam. Es ist eine ganz starke Energie und das trifft dich persönlich. Weil du hast Aszendent oder Lagna Schütze. Also hier löst bei dir karmischen Themen aus, hat alles mit Vergangenheit was zu tun,
Aber gegenüber hier in Zwillinge spiegelt etwas. Spiegelt etwas und das ist die Partnerschaft. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das löst auch Träume, Visionen. Und ich bin sicher, dass du dann sehr intensive Träume hast und wirst du die Vergangenheit auch aufarbeiten, vieles verstehen. 3. Juni ist Neumond im Stier und da sollst du nachdenklich sein über deine Arbeit. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung, Unsicherheit auf eine Prüfung oder Reisen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Du wirst klar und deutlich erkennen und du erkennst die tiefe Geheimnisse. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung, Nervosität. Ist wichtig zu Hause sein, die Ruhe bewahren. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Das ist das wichtigste Monatsthema und es handelt sich um Liebe, Partnerschaft. Und Merkur, Mars im Krebs. Bei Merkur handelt es sich um Terminen, Erbschaft oder ämtlichen Themen, bei Mars um deine eigene Kraft, Energie, dass du das transformierst, dass du was zutraust, auf deine Kraft auch vertraust. Aber hier ist auch Thema Sexualität und dann natürlich Liebe, Partnerschaft und dieser Mann spielt eine große Rolle in dein Leben. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge, nachdenklich zu sein über die Liebe, Partnerschaft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, eine gewisse Spannung im Arbeit kann auch bedeuten, du bekommst zu wenig Anerkennung, bist übersehen und das verletzt dich. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und Mondfinsternis löst immer karmische Themen aus und das erlebst du hier persönlich. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, gewisse Unsicherheit, es ist gut, wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, im Inneren Kraft bleibst. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Ein wichtiges Thema ist hier die Transformation ohne Angst. Bei Mars und Venus natürlich die Liebe und Sexualität. Merkur ist in Zwillingen. Eine Nachricht oder Gespräche über die Partnerschaft löst diese Merkur-Energie aus. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier bewegt sich Jupiter in andere Richtung, setzt alles in Bewegung. 12. August wird aber Uranus rückläufig. Hier hast du die Uranus-Energie. 1. August ist Neumond im Krebs, nachdenklich zu sein, von was sollst du verabschieden, loslassen, die Energie, deinen Gefühlen transformieren. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung im Freundeskreis kann auch bedeuten, du hast deine Hoffnungen und bist dabei, das aufzugeben. 15. August ist Vollmond im Steinbock, Klarheit,
bekommen über dein Selbstwertgefühl, aber auch über Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder, da fehlt die Lebensfreude. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier, das zeigt sich Spiritualität oder eine Reise. Und das ist ein sehr wichtiger Tag, dieser 30. August. Neumond, das bedeutet Rückzug, Meditation. Dieser Neumond wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, symbolisiert auch Könige und Herrscher. Und Regulus ist die Herz der Löwen und aktiviert bei uns Thema Herzensangelegenheit. Und ich vergleiche das immer mit einer Schatztruhe, das sollen wir öffnen, schauen, welche Schätze sind drin, was lieben wir, Hobby, Berufung, Reisen, Kinder, Freundschaften, Kunst, Kreativität, aber auch Sport, Bewegung und natürlich Liebe, Partnerschaft. All das sollte man aktivieren und das ist diese Nachdenklichkeit, da geht die Reise hin. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und das zeigt entweder Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder Bildung oder Spiritualität. Das wird hier aktiviert. 19. September ist ein wichtiger Tag, weil Saturn dreht sich und wird direktläufig und ändert etwas in unserem Schicksal. Und bei dir trifft das dich sogar persönlich. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das ist eine gewisse Unsicherheit, da sollst du zurückziehen, die Ruhe bewahren. 14. September ist Vollmond im Wassermann, hier kommt Klarheit über Medien, bekommst du eine wichtige Botschaft, das klärt sich etwas auf. 22. September ist Halbmond im Stier. Eine gewisse Spannung in die Arbeit, aber kann auch die Gesundheit auch bedeuten. Du fühlst dich unsicher, nervös, dann sollst du die inneren Gleichgewicht, Ruhe bewahren. 28. September ist Neumond im Löwe, Rückzug, Meditation, eine spirituelle innere Reise. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau, aktiviert bei dir die Arbeit, deine Berufung. Kann auch bedeuten, dass du hier Anerkennung, Lob bekommst oder Kompliment. Das ist Ansehen. Hier oben ist wirklich Ansehen. Und bei Mars und Venus handelt es sich oft um Liebesangelegenheiten. Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du Gespräche hast im Freundeskreis, Bekanntenkreis. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das löst bei dir Unsicherheit aus. 13. Oktober ist Vollmond im Fische. Da kommt Klarheit über deine Wohnsituation. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, Unsicherheit, was die Liebe betrifft. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, Nachdenklichkeit, wo bekommst du Anerkennung, wie kannst du deine Ziele erreichen, wo liegt deine Berufung. November. Sonne ist im Waage, deine Hoffnung und Freundschaften sind sehr wichtige Thema, Monatsthema. Merkur
Und Venus ist in Skorpion. Und Mars bleibt im Jungfrau. Hier ist sehr wichtig, etwas zu verstehen, weil hier liegen die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihren Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du Liebesgeheimnisse erfährst. Kann auch bedeuten, dass du deine Liebesgeheimnisse hast. Aber Vorsicht, wem kannst du das erzählen? Merkur ist die Kommunikation, weil hier liegen oft auch geheime Feinde. Und kann auch auslösen, dass mit dieser Venus-Energie und geheime Feinde, dass du jemand in deiner Umgebung hast, der auf dich neidisch ist, zum Beispiel, und spricht hinter deinen Rücken. Also das sind die Themen, was hier diese Merkur-Venus-Verbindung in diesem Lebensbereich auslösen kann. 1. November bis 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird dann direktläufig. 28. November ist Neptun direktläufig und lässt zu, dass du deine Träume lebst oder deine Kreativität zeigen kannst. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Nichts investieren, nichts kaufen, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder. Damit klären etwas über Kindheit oder über Kinder, aber zeigt auch deine Lebensfreude. 19. November ist Halbmond im Krebs und das heißt, es ist schwierig, etwas loslassen, auch Angst loslassen, aber kann auch auslösen, dass du Spannung hast in Ämtern. 26. November ist Neumond im Waage, sei eher im Rückzug, überleg, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Dezember Sonne ist in Skorpion, da wirst du die Geheimnisse erfahren und öffnest deinen Augen oder erkennst die Ursache von etwas. Die Gründe, Ursache. Mars und Merkur ist im Waage. Das sind Gespräche mit männlichen Personen oder Personen im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Die 11. Lebensbereich sind auch Vereine, eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Das ist auch möglich, dass du Sport machst und unterschreibst du hier einen Vertrag. Und Venus ist im Schütze. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Da hast du eine gewisse Spannung im Internet oder mit Verwandten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Lebenskraft, Klarheit über deine Arbeit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung auf eine Reise oder Prüfung. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, ein gewisser Rückzug, Meditation über dich selbst, über dein Leben. Januar 2020. Mars ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Das kann auch auslösen, dass du kraftlos fühlst und du brauchst einen gewissen Rückzug, Ruhe, damit du wieder Kraft bekommst. Kann auch bedeuten,
dass du eine heimliche Verehrer hast oder dass mit deinem Partner du zurückziehst oder eine karmische Begegnung, eine karmische Liebe. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter bewegt sich dann ab Januar im Schütze und bleibt auch. Und dann hast du hier eine Jupiter-Wiederkehr, weil in deinem Geburtshoroskop ist Jupiter auch hier im Schütze. Und das bringt dir Glück. Und Jupiter wirkt ein ganzes Jahr lang, weil Jupiter bleibt ein Jahr lang im Schütze. Und da hast du persönlich in dein Leben mehr Chancen, mehr Glück. Aber kann Jupiter, wie ich schon sagte, auch Schwangerschaft auslösen. Und Venus ist im Steinbock. Und das kann auslösen, dass du zu deinen Werten stehst als Frau oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Februar 2020, Mars bleibt hier, Jupiter bleibt auch, Venus, Merkur, Sonne ändert sich die Position. Und zwar, Sonne ist im Steinbock, das ist die Monatsthema, dein Finanzen, deinen Wert, Selbstwertgefühl. Und Venus, Merkur ist im Wassermann, das sind Gespräche, Kommunikation mit einer Frau, das kann über Internet sein oder jemand von Verwandten, Geschwistern. Kann auch bedeuten, dass du zeigst deine Kreativität und zeigst auch dein Wissen. Liebe Mariana, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.